dazu? Wir befinden uns hier im ältesten Abschnitt des Hauses, den wir gleichzeitig auch als Weinkeller oder Weinboden verwenden. Bei uns ist die Besonderheit, dass wir aufgrund der klimatischen Bedingungen das Haus auf den Kopf gestellt haben. Also der Wein wird zum großen Teil unter dem Dachboden gelagert, was daran liegt, dass wir hier bis zu 1 Meter dicken Außenwänden haben und die klimatischen Bedingungen das Jahr über hinweg sehr gleichbleibend bleiben. Zum Inhalt des Kellers: Wir haben ca. 1100 verschiedene Positionen im Haus. Die Gesamtmenge oder der Gesamtumfang liegt zwischen 20.000 und 25.000 Flaschen, die natürlich nicht alle hier oben gelagert werden. Wir haben noch ein größeres Außenlager und noch zwei andere Möglichkeiten direkt hier im Haus. Der Schwerpunkt der Weinauswahl liegt im Weißweinbereich bei deutschen Wein und im Rotweinbereich bei französischen, da mit Schwerpunkt Bordeaux, was natürlich auch auf eine besondere Vorliebe des Hausinhabers zurückzuführen ist, der ein ganz, ganz großer Bordeaux-Liebhaber ist. Jetzt zeige ich Ihnen einfach mal so ein, zwei Sachen, die ich persönlich für sehr empfehlenswert halte. Wir haben hier von Dr. Manfred Brüm aus der Behlener Sonnenuhr eine 94er Riesling Spätlese. Nicht trocken, sondern fruchtsüße ausgebaut. Etwas Besonderes, weil die Kombination aus Süße und Säure dem Wein ein ungeheures Alterungspotenzial verschafft. Diese Art von Weinen können sehr interessante Essensbegleiter sein, weil sie aufgrund ihrer mineralischen Note und der ausgeprägten Frucht sehr flexibel anpassbar an ganz unterschiedliche Aromen sind. Und gerade bei einer Küche wie die von Herrn Bühner, die eine ungeheure Aromenvielfalt hat, gut einsetzbar ist. Hier kann man sich mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das hier oben so aussieht. Wir sind gerade dabei, einige neue Lieferungen zu verräumen. Dann haben wir hier auch gleich noch eine weitere interessante Geschichte. Ein Wein, der Ende der 70er Jahre in der Toskana entstand. Eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und Merlot gibt es nur bei Canaciale in der Toskana, angeblich das einzigste Weingut, die mit dieser Kreuzung arbeiten. Und dadurch natürlich eine sehr seltene Sache. Ein paar Schritte weiter noch in einen Bereich, der noch von einer zusätzlichen Klimaanlage unterstützt wird. Hier lagern wir die älteren Weine mit großem Teil Bordeaux im Haus. Wir haben hier eine gleichbleibende Temperatur von 15 bis 16 Grad über das Jahr hinweg. Und das ist doch dafür, dass wir uns unter den Daschen befinden, eine sehr schöne Sache. Jetzt
zeige ich Ihnen hier nochmal eine Sache. So. Und zwar Latache Album 90 von Romani Conti aus dem Burgund. Auch das wieder ein sehr rarer Wein. Auch hier wieder ein Wein mit ungeheurem Alterungspotenzial, am Anfang mit einer sehr intensiven Säurestruktur, der im Laufe der Jahre eine sehr schöne Frucht entwickelt, ein ungeheures Potenzial, eine sehr ausgeprägte Tiefe hat.